Hallo zum Sonntagabend. Nicht das Wort am Sonntagabend wie in der Kirche, sondern die charttechnische Besprechung bzw. Besprechung meines PDFs, das ich euch zugeschickt habe, heute sogar ein bisschen früher. Ja, fangen wir gleich am besten direkt an. Ich rufe das jetzt da gleich mal auf. Und zwar nämlich haben wir das gerade da hier. Okay. Ja, der wichtigste Tag in der Woche ist ohne Zweifel der Mittwoch. Diesbezüglich gleich eine Regel. Mittwoche bzw. Fett-Tage sind zumeist Long-Tage. Das heißt, wenn wir morgen oder übermorgen dieses Hoch haben sollten und dann noch einen Runden gehen, dann werden wir sicherlich am Mittwoch einen Retest sehen, also noch einmal ein Hochlaufen. Das bedeutet nichts anderes, dass es jetzt noch nicht unmittelbar sofort nach unten gehen wird, heute Nacht oder wann auch immer, sondern erst ja, gegen Ende der Woche, sprich am Donnerstag oder am Freitag erst. Das heißt, diese Phase der Seitwärts- bzw. des Abpralls, was von der Long-Seite auf die Short-Seite geht, die geht nicht so schnell. Also wenn man da auch in der Vergangenheit sich das anschaut und man da ein bisschen daran zoomt, so wie wir das heuer gehabt haben, da sind wir da ein bisschen seitwärts gegangen und dann nachher nach unten oder auch überhaupt im letzten Jahr, das ist eine Seitwärtsphase und dann nachher erst kommt der Schwung auf und geht es nach unten. So was Ähnliches erwarte ich auch jetzt da dann. Das heißt, wir gehen da dann nachher nach oben und dann nachher, deswegen auch der Strich da, die 28.000 plus plus. Benjamin hat mir darauf hingewiesen, dass ich da im PDF etwas falsch geschrieben gehabt habe, 29.000, aber das ist mittlerweile eh schon korrigiert. Das heißt, hier eine Short-Position einzugehen. Ich habe zwar schon am Freitag eine Short-Position gekauft, aber das ist nur ein Teil-Hedge gewesen oder ist ein Teil-Hedge einer bestehenden Long-Position. Sollten noch weitere folgen. Das heißt, nach oben hin, wenn man das jetzt da genau nimmt, im Index ist es sogar noch ein bisschen mehr, dann sind das sage und schreibe. Noch, gut, Kopfrechnen 700. Ja, dann sind es noch etwa 800 Punkte, die da nach oben gehen könnten. Also noch eine anständige Bewegung nach oben. Eben wie gesagt, dass es da durchaus jetzt dann noch einmal diesen Schub durch diese Fed-Sitzung, wo irgendwelche Lockerungen, irgendwelche was irgendwas noch kommen. Oder das ist auch da, ist auch im Möglichen. Also es ist eine reine Raterei. Vom Chart her kann ich da jetzt da nichts. Das ist das Falsche, was ich da schauen wollte. Okay, gut, das habe ich da alles jetzt. Da gibt es das. Ah doch, da habe ich das. Vom Chart her kann man eigentlich nicht sagen, wie es jetzt da oder was die fundamentalen Gründe sein werden. Entweder die Enttäuschung oder dass da jetzt nicht irgendwas daherkommt von seitens der Fed, was das dann nachher noch höher hebt. Aber diese Linie, und das ist auch die Problematik, die ich da versucht habe im PDF anzusprechen. Wir haben einerseits den Index, wo diese Linie sehr, sehr schön passt. Auch da jetzt, wenn man das im Stundenchart sich anschaut. Und dann nachher haben wir dieselbe Linie, allerdings im Future. Sprich, und da müsste ich die jetzt da umschalten. Na, da muss das zusammenschieben, das passt überhaupt nicht. So, jetzt passt es. Und im Future haben wir das Problem, einerseits bei der Plattform, dass diese Linie natürlich im linearen Chart ist, also da passen hier die Auflagepunkte nicht. Hier, deswegen habe ich euch da jetzt da beide Varianten nochmal da
ins Chartprogramm reingestellt. Es wird vermutlich eh in der die blaue Linie sein, weil das passt auch dann nachher mit diesen Hochs hier wesentlich besser. Aber wie gesagt, im Future, wenn da jetzt auch 800 Punkte rechne, dann ist es nach oben hin bereits dann noch 27.900. Was haben wir beim anderen? Ja, kommt ja auch in etwa hin. Auch 27.900 plus. Daher kann man eigentlich die rote schon fast rausnehmen. Das nochmal genau. Die rote hätte ich aber gar nicht rot gemacht, die habe ich grün gemacht. Ja, nein, ich werde die rausnehmen. Das gefällt mir nicht. Das passt schon, obwohl da hier da das ein bisschen gemogelt ist. Also das. Da hier ist es ein bisschen unterschritten. Im Index ist es wesentlich besser, weil da habe ich das hier als zweiten Auflagepunkt genommen. Machen wir da den Sprung zurück. Da sehen wir das da, da wird das da hier. Ah, da macht man gerade jetzt den Punkt rein. Und siehe da, das kommt dann auch von selbst hierher und sollte dann auch das nächste Mal hierher kommen, während es da hier beim Future, genau, da machen wir gleich den Sprung rüber zum Future hier auf der Plattform oben. Ja, das ist ein bisschen hier verschoben. Ja. Okay, gut. Fazit aus dem Ganzen. Short, ja, allerdings erst hier oben. Ich würde da jetzt da früher nicht unbedingt Short reinballern, sondern eben tatsächlich da diese Marke oder diesen Bereich da heroben abwarten. Auch wenn hier wir jetzt am Freitag schon eine Reaktion gesehen haben, da haben wir ja dieses riesige Gap. Das ist immer so eine Sache. Die letzten Tage, die letzten Wochen, ja, long, 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 auf, ja, gut, eine kleine Zwischenkorrektur, die haben wir ja da drinnen gehabt, aber es geht eigentlich Haupttendenz hoch. Das Gleiche sehe ich auch jetzt da. Nur diese Lücke, die stört mich massivst. Also, dass wir da so eine große Lücke haben und dass wir hier auch jetzt da im Index so schön abgeprallt sind, beziehungsweise so schön sind wir eigentlich nicht abgeprallt, sondern jetzt tatsächlich unter dieser in dieser Kerze oder da knapp darunter geschlossen haben, ist ein Indiz, dass es auch durchaus da eine kleine Zwischenkorrektur wiederum einlegen könnte, so wie wir es auch hier gehabt haben. Und dann nachher erst nach oben. Das habe ich auch versucht, im PDF näher zu bringen, indem ich da diese Hakeln halt eben da reingegeben habe, im Index wohlgemerkt, die auch immer wieder mit einer Zwischenkorrektur ja, einhergegangen sind, aber dann nachher der Sprung nach oben. Wie gesagt, es ist der Index, was wir da jetzt da sehen. Ja. Wie gesagt, der große Short ist es noch nicht, den sehe ich hier oben und daher auch jetzt reingeschrieben ins PDF, lieber da oben ganz einfach bei 28.000 plus plus und dann nachher eben zu shorten und nicht jetzt da gerade mittendrin. Ne? Vielleicht habe ich Glück, dass diese Position vom Freitag gleich morgen schön im Plus ist. Ja, dann werde ich den Stop-Loss nachziehen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr dem gefolgt seid und tatsächlich jetzt da am Freitag da diese zumindest eine ganz eine kleine Short-Position eingegangen seid. Wenn ja, dann sollte die Montag schon im Plus sein und man zumindest tendenziell nach unten gehen und dann nachher
werde ich euch wiederum schreiben, wann ich diese verkaufe. Auch zeitgleich im Signalchat ist dieses auch drinnen. Ich werde dann noch vermutlich noch viel mehr schreiben. Im Signalchat vielleicht die Anmerkung. Das ist halt so eine Sache. Im Signalchat bin ich mir nicht schlüssig, ob ich jetzt da nur die reinen Swing reinschreiben soll. Und in weiterer Folge die Intraday lieber nicht oder doch die Intraday reinschreiben. Und vielleicht machen wir da keine Abstimmung nachher, was da idealer reingehört. Ob beides kombiniert oder sämtliche Signale von mir dort hinein. Und ihr lest es ganz einfach nach, ganz wichtig, dass ihr kein niemand anderer etwas reinschreibt. Wenn etwas super toll geklappt hat, ja super, danke, aber schreibt es lieber im Allgemeinen hinein und freut euch da drinnen, als wie im Signalchat, weil sonst wird es wiederum zu lange und gerade wie hat eben einige schon angemerkt haben, es ist im Allgemeinen, da kommt man nicht mehr nach zum Durchscrollen, deswegen der Signalchat. Und wenn im Signalchat jetzt auch noch so viel drinnen steht, dann ja, geht es jetzt ein bisschen drunter und drüber. Okay, das nächste, was natürlich auch jetzt ist, ist der DAX. Beim DAX, ja, der ist eigentlich fertig. Wenn wir uns das dann nachher hier noch einmal näher anschauen, dann mache ich jetzt den Sprung wieder rüber auf die Handelsplattform. Die Charts sind alle neu, also wenn ihr aber tradet, und das schon runtergeladen habt und rübergeholt habt, Anleitung für die, die neu jetzt da dabei sind, ist ja PDF drinnen mit der Anleitung, wie das genau funktioniert. Im E-Mail ist auch die Anleitung extra noch einmal das PDF, wie das funktioniert. Am besten ist immer einen neuen Ordner anzulegen und den alten Ordner zu löschen oder zu überschreiben oder was auch immer. Aber am besten ist einen neuen Ordner anzulegen und reinzugeben. Aber zurück jetzt zum DAX. Naja. Wir stoßen jetzt da an, zwar nicht unmittelbar sind wir noch nicht hinkommen, wir sind allerdings am Freitag, ja, die Spitzerland haben wir in etwa erreicht. Schauen wir uns das hier so an, ja, eine ganz heute eben. Jetzt müsste das jetzt auch so funktionieren. Darüber, aha, ja. Also das haben wir auch da diese Spitzerland da in etwa. Da haben wir es jetzt da auch noch einmal. Wie gesagt, der DAX ist eigentlich fertig, unter Anführungszeichen. Auch diese Linie, die besteht da hier aus diesem Auflagepunkt und diesem Auflagepunkt. Mehr gibt es da nicht. Ja. Ob es doch sinnvoll ist, da nachher hier reinzugeben, einen neuen Auflagepunkt. Aber das wäre jetzt in Anlehnung an den Dow Jones, also da landet man ja irgendwo, also da hätte man gleich neue All-Time-Hochs. Ja, wie gesagt, auch hier vorsichtig könnte man, Freitag habe ich allerdings nichts diesbezüglich gesagt, weil der Dow Jones ist charttechnisch fast einfacher zu traden. Wenn der Dow Jones fällt, dann fällt der DAX überproportional. Also daher liebe ich den eher da auf der Short-Seite. Wobei man dazu sagen muss, als Trader geht es darum, viele Punkte zu machen. Weil, ich weiß nicht, wie Sie es hier habt, sollte halt vorrangig empfehle ich, ja, ein Punkt 10 Cent. Ich habe halt oft ein Punkt, ein Dollar im Dow Jones, beziehungsweise im DAX ein Punkt, ein Euro. Und wenn wir da jetzt von 12.800 darunterfallen auf 8.000, sind das 4.000 Punkte und im Dow Jones sind das ja immerhin so in etwa um die 11.000, 12.000 Punkte gewesen, also wesentlich mehr Punkte. Was die Sache natürlich dann auch interessanter macht. Aber prozentmäßig ist der DAX etwas mehr gefallen. Ne? Das ist halt immer so der Hin- und Herrechner. All die früher nur mit Zertifikaten und Optionsscheinen und was auch immer, bei denen ist immer die Prozentrechnerei wichtig gewesen.
Das ist etwas, was ich euch versuche zu erklären und beizubringen, und dass die Punkte zählen, weil ob man dann nach einem Punkt mit einem Dollar handelt oder gleich einen kompletten Kontrakt, wenn das dementsprechende Konto groß ist, und dann noch ist ein Punkt, ein Mini-DAX 5 Euro oder gleich einen echten DAX-Future, dann ist es gleich 25, aber da zählen die Punkte, wie gesagt. Okay, gut, ich bin zwar sehr vom Thema wieder abgeschweift. Ja, wir sind eigentlich hier jetzt da fertig und es könnte, sollte drehen, nur, das ist auch etwas, was ich zwar jetzt nicht reingeschrieben habe, wir haben hier eine Lücke. Ja. Um es überhaupt einmal vorweg prinzipiell jetzt zu sagen. Ich hätte mir vor etwa einem Monat, habe ich mir nicht gedacht, dass der Dow Jones und der DAX so hoch gehen, dass wir eh da hier dann noch einmal hinlaufen in diesen Bereich, weil ich jetzt ja gerade den DAX vor mir da habe, also da diese Lückenschließung da bei 11.400 haben wir eigentlich erwartet, dass man da öfters abprallt, nicht nur einmal. Dann nachher hier eigentlich schon gemerkt komplett gleich durch. Also ich habe mir da eh in der erwartete mehr seitwärts, also mehr zeitlichen Abbau an Kaufdruck und dann nachher erst hoch. Also das haben wir eigentlich auch anders erwartet. Aber nichtsdestotrotz, die Langseite, tja, war die richtige Wahl in den letzten 2 Wochen und sollte jetzt dann nachher das Ganze beginnen zu drehen. Okay, gut, dann noch, ja, Swing wäre top. Nur die Swing-Geschichte, weil du reinschreibst, Markus, die haben wir jetzt da 14 Tage, oder wenn man da herunter sogar da die 10.200, beziehungsweise erinnert euch noch da herunten, als ihr über das Thema 22.600 82 oder dann nachher hier der Runden 22.537 lang und breit philosophiert habe, dass das Ding halten muss, weil sonst ja, geht es wirklich tief, wo halt eben sehr viele darauf gehofft haben, dass es wirklich da jetzt runter geht, die nächste Welle. Und das hat aber gehalten und ist nach oben gegangen. Da wäre halt der ideale Swing gewesen, aber hätte. Fahrradkette ist jetzt da unwichtig, es ist vorbei. Das nächste ist halt eben im Dow Jones haltet oder geht es dann nachher doch da eben, wie ich jetzt da eigentlich annehme, da nach oben und das könnte dann nachher im DAX da doch ein drüber schießen sein. All das entscheidet sich Montag, Dienstag. Zwischenkorrektur ist drinnen. Ich kann natürlich auch nur die Wahrscheinlichkeiten ausloten und danach Schlüsse ziehen. Und die Schlüsse sagen ganz einfach, dass ich für mich meine Long-Positionen, ich habe einige sehr kleine Long-Positionen, aber auch eine etwas größere Long-Position, die ich noch halten werde. Die hat einen Stop-Loss, der relativ weit weg ist. Ja. Und auch die kleineren, die beginne ich zu drehen. Und das war es eigentlich. Okay, gut. Schauen wir jetzt da weiter im PDF. Dann muss ich allerdings den Sprung wiederum zurück machen. Bitcoin enttäuscht mich. Ich habe eigentlich da erwartet, dass da jetzt da endlich der Angriff nach oben stattfindet. Mittlerweile werde ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig. 9.095, warum nicht die runde Zahl 9.200 oder 9.100 hier, die runde Zahl, die sehen dann nachher gar zu viele und dann nachher wird etwas abgeholt, was dann nachher erst wieder nach oben geht. Daher diese etwas nicht so gerade Zahl, da ist jetzt der neue Stop-Loss. Ich selbst halte, wie gesagt, zwei physische Positionen. Eine, die ich über Kraken handle, eine, die über Skrill gehandelt wurde.
Bei Kraken kann man da schön den Stop-Loss nachziehen und der bleibt da drinnen. Ja, dann nachher beim Öl, blöderweise zu früh verkauft oder aktiv verkauft und danach ist bei dem Rücklauf, den ich da angenommen habe, der ist nicht so tief gegangen, dass man da wieder nachgekauft hat. Nachspringen tue ich jetzt oder nicht. Also bei 41, wenn wir da herum sind, was ist das erklärte Ziel, kann auch sogar drüber schießen auf 43, also noch etwas höher. Ja, dann schauen wir, was da nachher passiert. Also da warte ich ganz einfach ab. Ähnliches ist auch beim Gold. Auf der Langseite haben wir Gewinne gemacht, die wurden ausgestoppt im Plus. Jetzt wird ganz einfach abgewartet, was passiert. Fallen wir jetzt tatsächlich nach unten, wäre konträr zum letzten Aufbruch des Dow Jones und DAXes nach oben und würde dann auch die Chance vielleicht bieten, dann doch hier, aber wenn das ein schöner Boden ist, also ich will da mindestens ein Ranlaufen auf die 1642 sehen. Dann soll das abprallen, also so wie wir es auch hier gehabt haben. Da machen wir aber gleich jetzt den Sprung rüber auf die Plattform. Ja, da kann man das doch auch schön besser sehen mit dem Cursor. Also tatsächlich ein Drüberspringen, vielleicht noch einmal korrigieren. Also da will ich wirklich ein zweimal sehen und dann noch eine Bewegung nach oben und dann nachher will ich da auf der Langseite sein. Jetzt ein bisschen rüber, also wie macht das Sinn? Einmal berühren, dann nachher noch einmal, dann sogar drunter schießen und dann wieder hoch. Also das sollte tatsächlich, wenn es dazu nach unten geht, das ein schöner, ausgebildeter Boden sein. Diesbezüglich auch gleich Armin Park Hinweis, der ist jetzt der extrem bullish im Silber. Ja. Ich teile seine Meinung nicht, meine Prognose kennt sie ja, dass es dort einen Abprall gegeben hat bei knapp 19 Dollar. Durchaus möglich, dass wir da die Zweistelligkeit noch einmal sehen könnten, aber dass das jetzt so unmittelbar gleich hochgeht und ausbricht, ich sehe es noch nicht, ja. Okay, gut, dann sind wir eigentlich soweit mit meinem PDF durch. Ja, ich habe da unterbei nachher noch so, einen Sprung zurück. Ja, den Fat Man, den lasse ich noch drinnen. Für die Neuen, die das PDF sich anschauen. Ja, etwas zum Schmunzeln und zum Lesen. Eben wie gesagt, hier die Problematik noch einmal im Wochenchart. Das wäre dann auch die ultimative Long-Chance. Interessanterweise, da fällt mir jetzt noch etwas ein. Es gibt da einen bestimmten amerikanischen Elliott Wave-Fan, der meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gute Prognosen macht. Auch dieser hat mittlerweile umgeschwenkt. Der ist immer wieder auch der Meinung gewesen, ja, da muss das runtergehen in dem Bereich 20.780. Da ist die 2, das haben wir allerdings da seitwärts gegangen und mit diesem Schub, den wir jetzt dann nach oben gehabt haben, die er als die 3 definiert. Und Montag, Dienstag, Mittwoch, oder Montag, Dienstag eher, definiert er als die 4, bezogen jetzt auf Stundenbasis. Genau, dann machen wir das gleich doch hier so. Ja, genau. Nehmen wir den Chart. Und zwar machen wir den Sprung gleich zurück. Also bei dem ist, soweit ich da weiß, jetzt hat das irgendwie auswendig mich noch erinnern kann, da dieser Sprung da hoch über diesen
oder an diesem Bereich da 1 und 2 und danach ist es bei ihm dort jetzt die lange 3, die da jetzt da läuft, die auch jetzt damit Freitag zu Ende ist und sollte dann auch hier eben korrigieren bis dann nach unten, also das ist 300 Punkte Gap, ist aus seiner Sicht, na geht das nicht, ist aus seiner Sicht, sollte das dann auch hier dann auch die 3 in eine 4 übergehen. Und dann auch noch einmal nach oben die abschließende 5. Und diese 5, die kommt dann auch fast schon sehr, sehr, sehr nahe da an meine Prognose heran, die ja damit diese 28.000 plus plus. Dann scrolle ich wieder mal da zurück. Ja, 28.000 plus plus. Ja, brauche ich nicht scrollen, egal, jetzt wisst ihr ja, was ich meine im PDF. Was? Nell Asia Aktien? Ja. Und dann nachher, wie gesagt, sollte es tatsächlich zu einer größeren Korrektur kommen, von der ich ja gerade vorhin gesprochen habe. Also die größere Korrektur, jetzt muss ich das selbst bei mir dann auch schon wieder jetzt da, genau 26.700. Danach bewegen wir uns dann nachher in etwa da hier herunten. Ne? Aber da sollte wirklich jetzt ein bisschen mehr Zeit vergehen. Na, kann ich das so malen? Okay. Snipping-Tool. Passt, das ist es. Also, was muss ich da malen? Ist das jetzt ein Grün? Nein, nehmen wir kein Grün, dann nehmen wir Blau. Also da runter, darauf und dann auch, ja, da wird es halt so viele Zacken und so weiter. Also das kann durchaus so in dem Dreh herein sein und dann auch ab in den Himmel. Also bei ihm ist halt das da hier jetzt die 3 zu Ende, danach ist es die 4. Nachher die 5, die auch zeitgleich die große 1 ist, die 2 und dann, ja, dann heben wir wirklich ab auf Himmel. Ob das dann nachher getrieben ist durch die Hyperinflation oder was auch immer, es ist eigentlich im Prinzip egal, fundamental, was das wirklich ist. Also, ja, die Gelddruckprogramme. Da wird dann auch wirklich alles reingeballert, was geht. Da, wenn tatsächlich es dann nachher diese 4000 Punkte oder ich habe es anmoderiert am Samstag im Video von 5000 Punkten, dass das nach unten geht. Na gar nichts, das war das letzte Mal, habe ich davon gesprochen. In einem anderen Video oder war das hier jetzt? Egal jetzt. Also. Das ist so in etwa der Fahrplan. Ich werde es in den Signalchat gebe das rein. Na, dann wird der wieder so überlastet. Na, dann machen wir die Abstimmung, wo ich das hingeben soll. Ja. Okay, gut. So, dann werde ich jetzt. Jetzt habe ich das da dazu gemacht. Okay. Dann beenden wir eigentlich jetzt, da stellen wir da her, beenden wir jetzt den PDF-Ausblick, da werde ich jetzt die Aufnahme beenden, genau.